Also die drei Freunde verbindet, dass sie alle drei Außenseiter sind. Sie haben halt alle drei irgendwie ein kleines Problem mit ihren Eltern oder werden noch nicht so ganz ernst genommen. Also beim Kokosnuss ist es aus folgendem Grund. Er hat halt zum tausendsten Mal irgendwie seine Flugdrachenprüfung in den Sand gesetzt und kann es halt immer noch nicht. Deswegen nehmen seine Eltern ihn immer noch nicht ernst. Bei Oscar ist es ziemlich ähnlich. Er wird nicht ernst genommen, weil er ein Vegetarier ist. Und das geht natürlich gar nicht. Als Fressdrache kann man ja nicht Vegetarier sein. Also man muss Fleisch essen und man muss richtig zuhauen irgendwie. Und Mathilde hat es natürlich von Haus aus nicht leicht, weil sie ein Stachelschwein ist. Und auf einer Dracheninsel ist das halt manchmal nicht ganz so easy.